Ich bin überglücklich und unendlich dankbar, dich in meinem Leben zu haben. Dass sie wieder schwanger ist, hatte Tessa Bergmeier im August 2018 bei Instagram verraten. Aus dem Geschlecht ihres zweiten Kindes machte sie ebenfalls vorab kein Geheimnis. Aber was den Namen ihrer zweiten Tochter und das genaue Geburtsdatum angeht, hüllte sie sich zunächst noch in Schweigen. Inzwischen hat sie ihre Kleine aber gebührend bei Instagram willkommen geheißen. Darf ich vorstellen? Meine kleine, perfekte und so zauberschöne Camila Marie, die sich um magische 7.07 Uhr an einem sonnigen Wintersonntag entschlossen hat, die Welt zu verzaubern. Schreibt Tessa zu einem Foto, auf dem Camilas kleine Hand mit ihrem Geburtskettchen zu sehen ist. Ich bin überglücklich und unendlich dankbar, dich in meinem Leben zu haben, fügt die frisch gebackene Mama noch hinzu. Von Lucys Vater hatte sich Tessa 8 Monate nach der Geburt getrennt. Der Bild-Zeitung sagte sie damals, unsere Ansichten vom Mann-Frau-Bild passten nicht zusammen. Ich kann nicht mit einem Mann leben, der keine Windeln wechseln möchte. Wer der Vater von Camila ist, ist nicht bekannt.